zurück zu Resident Evil. Da ist aus heiterem Himmel die Zwischensequenz gestartet. Sorry für den abrupten Anfang. Verdammt, habt ihr alles mitbekommen? Ja, irgendjemand hat sich per Dings gemeldet, dass ein Ungeheuer in Ketten lauert, welches nicht zu besiegen ist. Wenn ihr wüsstet, wer das ist. Okay, wir gehen erstmal runter. Es sieht schön aus, es sieht wunderschön aus. Die Grafik 2002 auf dem GameCube, unschlagbar. Wir sehen Hunde. Statuen. Das Tor öffnet sich, wenn die Begehren des Hundes gestillt sind. Gesundheit. Hund mit drei Köpfen, hey. Wie in Harry Potter. Eine Statue mit blauen Augen. Der letzte Atemzug Zerstörung. Na, das ist aber nicht schön. Oder doch? Weil dann gibt es keine Zerstörung mehr. Also wir müssen diese Himmelsrichtungshühnchen... Wie heißen die eigentlich offiziell? Himmelsrichtungswegweiser, keine Ahnung. Die müssen wir irgendwie ausrichten. Da ist ein Schalter drücken. Ja, oder? Ach, die drehen sich jetzt, die Hunde. Aber wohin? Dreh dich mal nach Westen. Wenn ich das jetzt nur auswendig wüsste, wie das denn funktionieren soll. Okay, wir gucken mal. das ist noch ein blaues. Wir müssen ja beide... Oder komm mal, erstmal das blaue. Soll sich auch drehen, und zwar nach Norden. Das wird niemals klappen. Oder? Jetzt gucken sie voneinander weg. Genau so soll es nämlich sein. Ah, fick. Such a Zufall. Ich wollte jetzt nochmal gucken, wohin sie überhaupt... Okay. Schön, das Ganze. Gefällt mir. Auf mit dem alten, rostigen Tor. Oh, die sind böse, hey. Die sind böse. Ich gehe jetzt mal da rechts lang. Ich hab Angst. Lass mich in Ruhe. Was war denn hier? In dieser Einbuchtung steht geschrieben, wenn der Wind über die Erde weht, scheinen die Sterne am Himmel. Windwappen. Kommen die jetzt alle drei? War das so? Wappen eingepasst. Mondwappen mitnehmen. Wappen eingepasst. Sternwappen mitnehmen. Und jetzt greift mich ein Rabe an. Wappen eingepasst. Und Sonnenwappen mitnehmen. Sonne, Mond und Sterne. Irgendwie untersuchen. Es gibt einen Schalter betätigen. Aha. Okay, Mond. Ich mache einfach mal eine Reihenfolge. Aber ich glaube, es hat damit nichts zu tun. Es gibt einen Schalter. Oder ist es die falsche Reihenfolge? Dann Sterne, Mond und Sonne. Weil das hat nur ein Dings... Hä? Ist wie ein Kreuz geformt. Wo brauchen wir das? Komm, ich probier's nochmal. Das brauchen sie jetzt nicht. Auch nicht? Verarsch mich nicht. Ach, es kommt da vorne rein in dem anderen. Ah, zwei vertikale Striche, ein Kreuz und drei horizontale Striche. Könnte das eine Art Symbol sein? Okay, dann rein mit denen. Na, da bin ich ja erleichtert. Ich hätte die jetzt mitgenommen. Bis ans Ende aller Zeiten. Mond, Sonne, Sterne halt. Neue Reihenfolge. Ich glaube, die Reihenfolge tut hier nichts zur Sache. Umso schöner das Ganze. Gib sie mir. Die Magnum. Yeah, sexy motherfucker. Jawohl, eine der besten Waffen überhaupt. Magnum ist handlich und gut. Und zwar richtig effektiv. Allerdings ist die Munition ein bisschen rar gesät. Weswegen ich sie jetzt noch nicht benutzen werde. Aber wir haben sie eingesammelt. Das ist wichtig. Wir haben sie eingesammelt.
Ketten. Ich höre Ketten. Wir sollen uns doch fernhalten von Ketten. Also nix wie hin. Ich freue mich so auf die Ketten. Nein, es gibt im zweiten Level keinen Endboss. Das ist einfach nur ein bisschen im Wald rumdönsen. Sieht aber nett aus. Und ein kleines Gartenhäuschen. Da kommen wir jetzt hin. Da gibt's nicht viel. Mich verwirren die Gänge jetzt ein bisschen. Hier war ich schon mal. Oder? Keine Ahnung. Niemand weiß Bescheid. Da sind wir. Bin ich hier willkommen? Wohnt hier jemand? Wir wissen es nicht. Wohnt hier jemand? Hallo? Zwiebeln, Kürbisse. Feuer's an. Dieses Kaminholz sieht frisch aus. Eine Reihe von Verbänden wurde aufgehängt. Sind diese braunen Stellen Blutflecken? Ist okay. Ein Brief? Das verwundert mich. Ach so, das ist die Karte. Ja, zeig mal her die Karte. Wir sind hier. Was ist das denn? Ach, das ist da drüben. A-U-I-A-U. Okay. Wo ist jetzt eigentlich der dritte Level abgeblieben? Ach, da hinten. Oh. Okay. Schauen wir uns hier ein bisschen um. Wir haben eine Schreibmaschine, da könnten wir speichern. Gibt es hier denn Farbband, was wir mitnehmen können? Ein Familienfoto. Wir sehen einen, ja, wenn man genau hinschauen würde, könnte, ein Familienvater, eine Mutter und eine Tochter. Und wir haben ja in diesem einem, bei diesem Kerl schon gesehen und gesagt, ich habe schon mal was vorgelesen von dem Herrn mit Lisa und jemand hat sein Tagebuch hinterlassen. Ja, folgendermaßen, die Tochter und die Mutter und der Vater. Und der Vater wurde ja 1967, war das? Irgendwie da eingesperrt. Und was wurde aus den anderen beiden? 19. Papi ist angegriffen, Mami dann angegriffen. Innen rot und schleimig, weiß und hart. Nicht echt, Mami, wo? Das ist das kleine Mädchen, das hat halt geschrieben. Weiß nicht, Papi, Mami wiedergefunden. Als Mami angegriffen, kein Beweg mehr. Sie schreit. Warum? Will nur bei ihr sein. Mami, wo? Bin so allein. Ende. Eine Itemkiste. Können wir das, die Magnum schon mal reinlegen? Auch das brauchen wir nicht und das brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir sind noch auf okay, das freut mich. Und da ging es hier weiter. Hinab. Zap, zap, zap. Was gibt's denn hier? Die Winde. Geht's ja nicht noch weiter hinab? Gut, dann können wir jetzt ja wieder gehen, oder? Es kommt jemand. Wir sind K.O. Eigentlich nicht dumm, das Wesen. Oder die Person, die hier lebt. Wir hauen besser ab. Das ist das unbesiegbare Ding in Ketten. Ich möchte euch spoilern. Wer nicht gespoilert werden möchte, hört jetzt bitte 10 Sekunden lang weg. Ton aus. Ab. Jetzt. Und du willst also nicht... Du willst also doch gespoilert werden, was? Das Ding war Lisa. Die Tochter. Willkommen zurück, meine Freunde, die nicht gespoilert werden wollen. Okay, ich wette, es haben sich alle angehört. Wir haben die Kurbel für was eigentlich? Wir gehen zurück in das Haus, wo wir uns zwischen zwei Wegen... Hier steht ein Zombie. Auf einmal steht da ein Kerl, ey. Interessant.
Interessant. Ich hoffe, da waren nicht noch mehr Items. Sondern nur die Windel, was für mich eher eine Kurbel ist. Na, 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 na. Wir sehen ein Tor. Die wütigen Raben. Nein, ich bin keine Rabenmutter. Ich bin ein Rabenvater. Wenn überhaupt. So, sind wir bald da. Wir sind wieder bei Fluffy, dem Hund aus Harry Potter. Es geht steil bergauf. Mit der Karriere. Ach, wirklich schön gemacht. Ich habe die PlayStation-Version von Resident Evil 1 nie gespielt. Ich kenne die Unterschiede nicht. Ich würde sie gerne kennenlernen. Da fehlen bestimmt so manches Areal, hey. Das Herrenhaus ist drin, ja. Auch hier draußen das Ding. Stimmt nicht, oder? Ich nehme jetzt das mit da, das Erste Hilfe. Ganz genau. Das wollte ich mitnehmen. Und da geht es hier lang. Die nächste rostige Tür. Kaboom. Jetzt sind wir hier, okay. Das mag ich überhaupt nicht. Jill to Brad, can you hear me? Shit, it's broken. Shit! Genau das ist gemeint damit, am Anfang Flüche und Blut zu sehen. Oh, das ist ein Hund, hallo, wie geht's? Das sind zwei Hunde, die jetzt auf mich aufmerksam geworden sind. Ich muss nachladen. Das sind drei Hunde. Sind ihr total bekloppt oder was? Okay, einer scheint tot. Ich werde dich jetzt auch wegschleudern und erschießen. Tut mir leid. Was hingst du mich oder willst du nur spielen? Du willst nur spielen? Okay. Aber der will nur einen Knochen haben. Aber leider meinen. Vorsicht. Na komm, noch nicht. Nur minimal verletzt. Okay, das könnte sich jetzt gleich ändern. Das war das Batteriepack. Sie sind alle tot. Da läuft er aus. Sind da Kräuter? Die zu benutzen wäre besser. Weil ich bin nur minimal getroffen, oder? Nee, schon stärker. Ja, dann nimm halt das. Die Mischung. Aber hier haben wir eh noch was. Blaues Kraut. Oh, das ist für Gift. Wir sind bislang noch nicht vergiftet und haben eigentlich noch gar keinen Grund dazu. Dauert vielleicht nicht mehr allzu lange. Ich weiß sogar, dass es nicht mehr allzu lange dauern könnte. Aber ich will es nicht drauf anlegen. Ich will nicht vergiftet werden. Der dritte Level ist ein bisschen giftig, ja. Ein Pool! Der sieht aber ziemlich sauber aus. Komm, wir gehen mal schwimmen. Hauptsache, wir sehen Jill mal nackt. Nee, Spaß. Aber hier brauchen wir jetzt die Winde, um das Ding hier zu betätigen. Klar, oder? Komm, Mädchen, bisschen arbeite. Schläfst du ein dabei? Dadurch, liebe Freunde der Nacht, wird das Wasser abgelassen. Ist in Ordnung. Und ein Weg entsteht, den wir nehmen können. Ist es nicht toll? Sie hören das entfernte Rauschen eines Wasserfalls. Dafür ist an einer... Dafür ist an einer anderen Stelle jetzt ein Wasserfall. Okay. Wir können da aber nur hin, wenn wir hier das abgelassen haben. Nur hinter dem Wasserfall ist der fünfte Level. Es geht also nur, wenn der Pool voll ist, können wir ins fünfte Level. Aber da kommen wir im Moment noch nicht hin. Achtung, da sind Schlangen überall. Oder sollten sein. Warum sind sie nicht da? Fall mich doch jemand an! Ich fällt keiner an. Wir nehmen jetzt ganz gechillt mit den Aufzug, weil... Die feine Dame möchte nur den Aufzug nehmen. Nichts anderes ist ihr gut genug. Boah, blaues Kraut und ein Rabe. Na gut.
Aber wir sind bald im dritten Level, ein neues Haus. Tja, freut euch drauf im nächsten Part. Also, bis dann und ciao.